Hallo und herzlich willkommen zum Einsteigerkurs Gitarre Tag 2. Nun, Tag 2 bedeutet für dich, du hattest jetzt, wenn alles gut gelaufen ist, eine Woche Zeit für deine ersten Fingerübungen, die ich dir im ersten Video gezeigt habe. Du hast dich ein bisschen mit deiner Gitarre vertraut gemacht und nun geht es los mit dem zweiten Tag. Ich habe mit Absicht die elektrische Gitarre heute in der Hand, weil ich zu diesem Instrument einiges erst noch sagen möchte. Und dann gehen wir auch hier nochmal im Detail auf einige ganz wichtige Aspekte ein, die deine tägliche Routine betreffen, die Hilfsmittel und Tipps, die ich dir an die Hand geben möchte, mit diesem Video sind noch sehr für Anfänger und Einsteiger geeignet. Vieles werdet ihr vielleicht schon wissen, aber es schadet es nicht, es trotzdem nochmal zu hören, aus meiner Sicht der Dinge. So, die E-Gitarre ist im Grunde genommen eine akustische Gitarre, die verstärkt ist. Ja, sie ist natürlich nicht so laut wie die akustische, weil sie keinen Resonanzkörper hat. Sie besteht aus einem soliden Stück Holz und einer Elektronik mit Tonabnehmern. Wir brauchen hierzu ein Kabel und wir brauchen einen Gitarrenverstärker. In meinem Beispiel hier spiele ich über diese Box hier unten, links von mir, und über das Effektgerät hier rechts von mir, das jetzt nicht im Bilde ist, von Line 6. Dieses Gerät, der Helix, macht meinen Klang, den ihr nachher aus der E-Gitarre hören könnt. Ja, warum dieses Setup? Nun, weil ich dann die Möglichkeit habe, auch mit verschiedenen Sounds und im Laufe dieses 30-tägigen Kurses werde ich auch auf Klänge, auf Sounds eingehen, was wichtig ist an einer Gitarre, wie man die zu klingen bringt. Und mit diesem Gerät kann ich sowohl mit der akustischen wie auch mit der elektrischen Gitarre dabei sein. So, ich grüße euch alle nochmal ganz, ganz herzlich in diesem Livestream. Für euch YouTuber, ich bin hier auf Facebook Live. Facebook Live aus diesem Grunde, weil die Plattform die Verbreitung der Videos sehr einfach macht und auch die Plattform gibt mir die Möglichkeit natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt zu sein. Und dieses Video, wenn du es jetzt auf YouTube siehst, ist schon ein, zwei Tage alt, aber trotzdem nimmst du jetzt praktisch an einer Live-Unterrichtsstunde teil. Ja, das ist doch schon etwas ganz Besonderes, etwas, das nicht alltäglich ist. So, natürlich ist das alles meine Art, aus meiner Erfahrung heraus, wie ich das vermittle. Und wenn du die 30 Tage durch hast, solltest du einen sehr, sehr guten Einblick haben in das Instrument Gitarre und vor allen Dingen in die Anforderungen, die es dir auf mentaler, physischer, auditiver Ebene stellt und wie du damit umgehen kannst. Auch das ist natürlich für jeden sehr, sehr individuell. Also, die E-Gitarre. Das ist eine Gitarre der Marke Fender und das Modell heißt Fender Stratocaster. Es ist die meistgespielte, meistbenutzte und meist aufgenommene elektrische Gitarre der Welt. Irgendwo habe ich mal eine Statistik gelesen, dass 70% aller Gitarrenaufnahmen auf einer Fender Stratocaster gespielt wurden. Das ist unglaublich. Was hat diese Gitarre so erfolgreich gemacht? Einmal etliche innovative Komponenten des Instrumentes, die von Leo Fender erfunden wurden, unter anderem das Tremolo-System mit diesen Federn im Hintergrund und dem Federblock. Die Möglichkeit, den Gitarrenhals abzuschrauben. Sein Grundgedanke war, wenn die Gitarre einen Defekt hat, zum Beispiel im Halsbereich, kannst du den Hals abschrauben und mir nur den Hals zur Reparatur einschicken. Das wäre bei einer Gibson-Gitarre mit eingeleimtem Hals ein bisschen schwierig. Was er dann als weiteres gemacht hat,
Er wollte das Klangspektrum der Gitarre erweitern und hat die Mensur, also die Länge der schwingenden Saite von hier hinten, von der Brücke mit ihren Saitenreitern bis zum Sattel hier vorne, hat er die Länge dieser Saitenlänge hier, hat er verlängert. Von 625 auf 650 mm. Dadurch hat er die Möglichkeit gehabt, in dem Bereich hier drei Tonabnehmer unterzubringen, die alle sehr, sehr unterschiedlich klingen. Vorne sehr warm und voll, in der Mitte sehr prägnant, mit einem Klang, der sehr gut geeignet ist für Blues und Country. Und ganz hinten, also der Klang hier von dem hinteren Tonabnehmer, sehr durchdringend. Sehr gut geeignet für rhythmische Gitarre, für Rock, für alles, was sich so ein bisschen in den Vordergrund drängen möchte. Solistisch gesehen ist dieses Instrument von der Klangvielfalt her, hier haben wir, im Ursprungsmodell waren nur die drei Tonabnehmer abrufbar und die Gitarristen haben dann mit der Zeit festgestellt, dass wenn man diesen Schalter hier, wenn der nach vorne, hier vorne steht, dann ist der vordere Tonabnehmer aktiv. Haben dann festgestellt, wenn sie ihn so irgendwo zwischen Position 1 und 3, also hier, wo er jetzt einrastet, gab es in der Ursprungsversion der Gitarre keine Einrastposition. Und dort hatte die Gitarre, also vorne, der vordere Tonabnehmer klingt sehr voll, wie ihr hören könnt. Und in der Zwischenposition hatte sie einen sehr schönen, man könnte sagen, drahtigen, schön klingenden Klang mit beiden Pickups, mit beiden Tonabnehmern. Übrigens, die Tonabnehmer der E-Gitarre wurden von Rickenbacker erfunden. Also heute gibt es auch noch die Rickenbacker-Gitarren. Der Mann hieß Adolf Rickenbacker und hat 5 Jahre lang das Washingtoner Patentamt bearbeitet, um eine Zulassung für seinen ersten Tonabnehmer zu bekommen. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Davor wurden die akustischen Gitarren mit Mikrofonen abgenommen, was zu ziemlichen Problemen geführt hat, wenn jetzt mehrere Instrumente aktiv waren. Ja, wenn mehrere Instrumente aktiv sind, dann nimmt ein Mikrofon natürlich auch den anderen, den Raumklang mit auf. Der Tonabnehmer nimmt jedoch nur den Klang der Saite auf. Ja, dieses System, das Rickenbacker erfunden hat, mit den Magneten und der Spule um den Magneten nimmt nur die einzelnen Saiten ab, verwandelt sie induktiv in ein elektrisches Signal, das über das Gitarrenkabel hier in den Gitarrenverstärker geleitet wird. Und die Zwischenposition, wie ihr hören könnt, die klingt sehr drahtig, sehr schön. Dann hinten gab es noch eine Zwischenposition, also hier in der vierten Position hatten wir den hinteren und den mittleren Tonabnehmer aktiv. Und hier wurde als später von den Gitarristen gesagt, das ist der Knopfler-Sound, weil er There's a shiver in the dark and it's raining in the park in the meantime. Diesen drahtigen Sound, den ihr eben von dieser Gitarre gehört habt, der entsteht hier aus der Zwischenposition. So, ihr Lieben, ich begrüße alle noch hier neu hinzugekommenen. Hallo Julia, hallo Manfred, Michael, Bernd. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Grüße nach Köln. Hallo aus dem Ruhrpott. Hallo auch von mir. Alles, alles Liebe und Gute aus dem Badischen. Es freut mich, dass ihr alle so begeistert dabei sein. Ich glaube, ich habe einen neuen Rekord gerade eben gebrochen. Ne? Driftgeschwindigkeit von Valenzelektronen im Kupferleiter. Ja, sehr schön. Das betrifft natürlich die Tonabnehmer. Sehr, sehr interessant. Ja. Na?
Also gehen wir doch gleich, wir sind ja jetzt noch im Anfang, am Anfang der ganzen Geschichte, wir sind am Anfang des Instrumentes. Und lasst mich ein bisschen über die Historie reden. Die Gitarre hat ihren Weg, oh, live, die Gitarre hat ihren Weg gefunden in die moderne Musik über die großen Big Bands in den 20er Jahren. Dort im Hintergrund hatte sie ein relativ sklavisches Dasein zu fristen als Begleitinstrument, na, und hatte eben diese die Aufgabe. Als Begleitinstrument zu dienen in einer Big Band. Ja, das war also die Aufgabe der ersten Jahrzehnte. Und erst später, als der Tonabnehmer erfunden wurde und als die erste akustische Gitarre in der Mitte, ne, zersägt wurde, wirklich, die wurde in der Mitte durchgesägt und man hat einen einzigen ganz, also einen soliden Holzblock mit dem Gitarrenhals in die Mitte dieser zwei Teile, die durchgesägt wurden, die hat man dann daran geklebt. Und so ist die Halbresonanzgitarre entstanden. Also der mittlere Block, der hat diese Gitarre eben, die klang dann nur noch halb so laut wie eine akustische oder vielleicht nur noch ein Drittel, hat diese Gitarre dann diesen elektrischen Gitarrensound verpasst. Ja. Und dann, als der Tonabnehmer noch auf diese Gitarre kam, hat die Rolle der Gitarre eine wesentlich prominentere, hat die Gitarre eine wesentlich prominentere Rolle in den Bands eingenommen. Und dann sind auch die ersten Solisten dann aufgetaucht, ja, die richtig schön auch Solo-Gitarre spielen konnten. Ja. Davor waren die alle auf der akustischen unterwegs. Also Django Reinhardt war auf seinem McAfee akustisch unterwegs. Und erst später mit Les Paul und Leo Fender wurde die elektrische Gitarre dann populär. Ja? Also gehen wir jetzt nochmal aufs Gitarrenspielen ein. Und wir sind ja jetzt im zweiten Tag. Ich werde immer wieder so einen Ausflug machen in die Gitarrengeschichte, da das natürlich auch sehr, sehr wichtig vom Wissen her ist. Also, die elektrische Gitarre hat hier oben die Mechaniken zum oder die Schlüssel zum Stimmen des Instrumentes, wie ihr sehen könnt. Ja. Bei der Fender-Gitarre sind das 6 in einer Reihe. Und bei der Gibson-Gitarre sind oben 3 und unten 3. Also ganz klassisch. So hier, als Fender diese Gitarre, also Leo Fender diese Gitarre gebaut hat, dann hat er den Wunsch gehabt, dass die Gitarre sehr, sehr einfach zu stimmen ist, ja, hier also von alles von oben, also nicht von unten. Und der zweite Wunsch war die gerade Seitenführung. Hat dazu geführt, dass die dünne E- und die dünne H-Seite eine sehr lange Seitenführung haben, bis sie hier vorne bei den beiden Mechaniken ankommen. Dafür hat man dann diesen Seitenniederhalter angebracht an der Kopfplatte. Der drückt die Saiten ein bisschen runter, damit hier am Sattel die dünne E- und die dünne H-Seite von der Lautstärke her laut genug bleiben. Ja? Ganz, ganz stark. Ja? So das ist dieser Saitenniederhalter hat den Grund, dass wir hier eine gute Intonation haben und dass die beiden Saiten stark genug auf dem Sattel auflegen, damit sie ja laut genug auch klingen. Deswegen hier der Seitenniederhalter. Wenn ihr dann hier vorne schon mal gucken könnt, ich habe hier ein Stimmgerät. Ups, da gehen wir mal ein bisschen rüber, dass man das sehen kann. Und das werde ich jetzt einschalten. So. Wenn ihr euch ein elektronisches Stimmgerät kauft, dieses hier zum Beispiel ist ein bisschen teurer. Das müsst ihr aber nicht machen. So, hier kann ich dann genau sehen, zum Beispiel, wenn ich einmal drüber gehe, dass die dicke E-Seite, die A-Seite ein Hauch, die
für die E-Seite minimal noch zu stimmen ist. Dies ist ein chromatisches Stimmgerät, das auf die hier angebracht an der Kopfplatte auf die Stimmung, also auf die Vibration der eigenen, der einzelnen Saiten, also die, wenn die A-Seite richtig gestimmt ist, dann schwingt die bei 440 Hertz. Ja, das könnt ihr jetzt hier im Bilde sehen. Ihr müsst euch also kein teures Stimmgerät kaufen. Das ist ein sehr professionelles Stimmgerät. Der Polytuner von TC, ja, TC Electronics, Polytune. Und der Vorteil ist, dass ich hier schnell stimmen kann. Ansonsten ein chromatisches Stimmgerät für 9 Euro sollte völlig ausreichend sein. Warum zeige ich euch jetzt hier ein Stimmgerät? Ja, gehe drauf ein, weil das ganz wichtig ist. In dem Moment, wo du die Gitarre in die Hand nimmst, solltest du jedes Mal deine Gitarre auch stimmen. Ich habe oft Schüler, die zu mir kommen und sagen, ich sage dann, sei so nett und stimme deine Gitarre. Und dann bekomme ich als Antwort, habt ihr doch vor einer Woche gestimmt. Ja, das ist richtig, aber dein Instrument verstimmt sich andauernd, weil es Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, weil du an den Saiten ziehst, ja, weil du die ein oder andere Berührung hier hast, vielleicht auch mal deine Mechaniken hier irgendwo anschlagen und sich deine Gitarre verstimmt. Also, wenn du die Gitarre in die Hand nimmst, eine der Hauptregeln ist dann auch das Instrument zu stimmen. Also bevor du übst, das ist also eine Grundregel. Warum brauchst du ein gestimmtes Instrument? Ein gestimmtes Instrument ist auch sehr, sehr wichtig für dein Gehör. Ja, so ganz einfache Angelegenheit, sodass du dein Instrument auch immer in der richtigen Stimmung hörst. Jimi Hendrix zum Beispiel hat die Gitarre ja immer einen Halbton tiefer gestimmt. Bei ihm können wir das natürlich akzeptieren und bei Stevie Ray Vaughan. Aber ich würde bevorzugen, in der richtigen Stimmung zu spielen, damit sich dein Gehör auch an diese Stimmung gewöhnt. Denn es geht auch darum, Gehörtraining später in dein Lernen einzubauen. Und 99% der Musik, die du hörst, ist in der Standardstimmung A, wo die A-Seite auf 440 Hertz gestimmt ist. Okay? Nur im Blues-Bereich und teilweise auch in manchen Rock- oder Metal-Musikrichtungen haben wir tiefer gestimmte Instrumente. Aber solange wir einen Ton tiefer stimmen, ist das kein Problem fürs Gehör. Aber der Halbton, das ist schon ein bisschen eine Sache, wenn du lange mit dem Halbton spielst, dann gewöhnt sich dein Gehör daran. Und dann hörst du normale Lieder nicht mehr so richtig. So, das zu dem Thema Gitarre stimmen. Also du nimmst die Gitarre in die Hand, hast hier idealerweise oben ein Stimmgerät an der Kopfplatte und dann wird dein Instrument gestimmt. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. E-Seite ist richtig, A-Seite ist richtig. Es ist immer schön, auch die Namen der einzelnen Saiten zu sehen im Display. Ja, wunderbar, alles perfekt. Und dann kann man loslegen. Ja. Also, jetzt geht es gleich weiter. Und bevor ich heute weitermache, vielleicht noch den ein oder anderen einfachen Tipp, den man übersieht. Schaut mal hier. Die Nägel. Szene 3. Gehen wir hier drauf. Also, Fingernagel. Der Nagel sollte nicht über deine Fingerkuppe hinausstehen. Ein ganz einfacher Test hierfür ist, wenn du hier tippst, sollte deine Fingerkuppe den Tisch berühren und nicht dein Nagel. Ja? Also der Nagel kann schon, aber das erste Geräusch sollte nicht ein Klack, Klack so sein, sondern so. Ja? Wenn du das hörst, dann ist dein Nagel so soll es klingen. So, wenn du den Nagel hörst, ist er zu lang. Also hier die Länge meiner Nägel, wie ihr sehen könnt,
die gehen nicht über die Fingerkuppe hinaus. Warum? Nun, wenn wir auf der Gitarre spielen, so, das nochmal einstellen, dann sollte unsere Handhaltung, unsere Finger sollten einen Bogen machen. Und nicht flach. Wenn du jetzt zu lange Nägel hast, dann musst du eher so spielen. Das ist aber nicht Sinn der Sache, denn du solltest dich angewöhnen, dass einmal dein erstes Fingerglied nicht kippt, also dass du nicht diesen Effekt hier hast, ja, sondern wie ein Hämmerchen. Der Daumen in der Mitte des Griffbrettes bei Fingerübungen, ganz, ganz wichtig. Und auch nicht zu sehr das Handgelenk überdehnen, also das Handgelenk in einer ganz natürlichen Haltung. Ich kann gar nicht genug mit euch über das Thema Handhaltung und natürliche Balance des ganzen Systems reden. Bedeutet, alles, was ich mit der rechten Hand mache, das habe ich im ersten Video schon ein bisschen sehr ausführlich erklärt, sollte so natürlich, also meine Hand kommt, so natürlich wie möglich. Und wenn ihr guckt, das Einzige, was sich ändert, ist, dass mein Daumen hier aufs erste Fingerglied geht und mein Plektrum eine Verlängerung meines Daumens. Da seht auch hier, wie wenig vom Plektrum rausguckt. Ja, sollte nicht so aussehen, sondern nur ganz wenig. Ja. Und eine Verlängerung deines Zeigefingers, eine der Ecken. Ja. Okay, so sieht es dann aus. Daumen kommt drauf. Daumen schließt hier oben ab mit dem Plektrum und unten guckt die kleine Spitze raus, die du brauchst. Also eine ganz, guck mal hier. Die Hand kommt. Guck mal. Der Daumen geht hier drauf. Das Plektrum kommt dann rein. Das ist eine ganz natürliche Haltung. Keine Faust, keine Spannung, ganz locker. Die Hand liegt hier hinten auf der Brücke an der E-Gitarre. Und das waren die Übungen aus Video Nummer 1. Ich gehe noch mal kurz auf die Übungen ein, bevor wir dann weitermachen. Also ich habe euch das gezeigt. Und habe euch gebeten, kreativ zu sein, also auf der ganzen Gitarre. Damit spazieren zu gehen, mit der rechten Hand immer Wechselschlag spielen und dann hier ein Ganzton. Und euch daran gewöhnen, bis in den 12. Bund. Und dann mit Finger 1 und Finger 4. Also nochmal auf die Erklärung. Den Daumen, den zählen wir einfach nicht. Ne? Wir haben also immer Finger 1, 2 und ich bleibe auch dabei. Finger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 für beide Hände. Okay? Also wenn ich hier etwas picke oder zupfe, dann habe ich zwar den Daumen im Betrieb, der Daumen spielt dann die oberen drei Bassseiten und das ist auch für die rechte Hand ganz, ganz einfach, wenn ich was picke. Hat jeder Finger seine Seite. Zeigefinger die G-Seite. Zeigefinger die G-Seite, Ringfinger die H-Seite. Mittelfinger, also zweiter Finger die H-Seite. Und der Ringfinger oder der dritte Finger, die dünne E-Seite. Also hier oben Bass im Daumen auf den oberen Seiten und hier, wenn ich mit den Fingern zupfe, die unteren drei Seiten. Okay? Dann mit dem Plektrum ist das Ganze natürlich eine sehr einfache Geschichte. Wir picken entweder Einzeltöne oder wir spielen Rhythmen auf der Gitarre. Also das ist hier, wenn ihr mich beobachtet, seht ihr,
die Bewegung meiner rechten Hand, ja, das ist also keine Bewegung, die nur aus dem Unterarm stattfindet. Also das hier, das wäre etwas, was du vermeiden solltest. Was du hast eine Bewegung im Unterarm, aber auch eine Bewegung im Handgelenk, eine lockere Bewegung im Handgelenk, ja? Und eine leichte Rotation in dem Ganzen. Ja? So. Seht ihr? Also es ist, auf keinen Fall sollte irgendetwas im rechten Arm steif sein. Ihr seht schon, ich habe einen Gurt hier, ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt im Sitzen, aber falls ich aufstehen würde, würde er mich unterstützen und die Gitarre, ja, wenn ich sie loslasse und mich mit euch unterhalte, dann hängt die da in dem Gurt. Also eine gute Sache. Mit dem Gurt für Anfänger zu üben, ist eine gute Sache. Könnt ihr ruhig machen, das macht gar nichts. Ihr könnt ihn auch hier noch ein bisschen spannen, sodass er ja richtig schön sitzt und euch nicht stört. Das gleiche gilt bei der akustischen Gitarre. Okay? Also, so was lernen wir heute? Heute am zweiten Tag. Also wie gesagt, ich gehe immer wieder in die Geschichte der Gitarre noch mit ein und gehe auf die Details ein, die wichtig sind, vom Wissen her. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr ein umfassendes Bild bekommt. Was wir heute machen, heute kommt Picking-Muster Nummer 1. Das ist ein Standard, das müsst ihr können. Das ist das erste Picking-Muster mit 8 Tönen. Und wir gehen in die Grundakkorde. Dieses PDF werde ich auf dem YouTube-Video, wie auch nachher hier später im Video, verlinken, dass ihr darauf Zugriff habt zum Downloaden. Die wichtigsten Grundakkorde auf der Gitarre. Und da möchte ich euch erklären, wie man diese Schaubilder liest und wie man dann diese Akkorde zum Klingen bringt. Das ist also meine Hauptaufgabe heute. Zusätzlich möchte ich dann noch kurz über die Töne, also über die Noten im Musiksystem reden, denn ein Grundwissen, ein theoretisches Grundwissen ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber wir halten das so natürlich und unkompliziert wie möglich. Okay? Also gehen wir jetzt doch gleich mal auf die Töne ein. In der Musik verwenden wir das Alphabet A, B, C, D, E, F, G. Das sind auch unsere Noten. Zwischen diesen Noten gibt es Intervalle. Im deutschsprachigen Raum haben wir statt dem B den Notenwert H. Also statt A, B, C, D, E, F, G hatte man in der Vergangenheit, das haben wir laut einer Legende den Mönchen im Mittelalter zu verdanken, haben wir das H auch noch, also statt dem B ein H. Ich bleibe der Einfachheit halber jetzt mal bei A, B, C, D, E, F, G. Warum beginnt das Ganze jetzt bei A? Weil A der Kammerton ist, der Grundton, nach dem alle Instrumente in unserer Hemisphäre gestimmt werden. Also alle Instrumente werden nach dem Grundton A gestimmt. Das seht ihr dann hier im Display. Ups, wo ist es? Da ist es. Hier. Da taucht dann das A auf, wie ihr sehen könnt. Hier bei uns wird, außer jetzt in Indien und in China, wobei die Chinesen, glaube ich, auch so stimmen, die Inder haben meines Wissens 36 Töne auf ihren Instrumenten. Das ist die Grundfrequenz. Bei 440 Hertz wird die Note A gestimmt. Zu meiner Zeit früher hat man dafür ein Stimmgerät verwendet, das hat man dann, eine Stimmgabel hat man sich ans Ohr gehalten und hat dann anhand dieser Stimmgabel oder je nachdem, wenn ein Klavier im Raum war, dann anhand des Klaviers per Gehör das Instrument gestimmt. Das war auch sehr, sehr wichtig. Ja? Also auch da, ein Instrument zu stimmen, bevor man loslegt, ist natürlich von Vorteil. Ja?
Okay, also auf A ist in der, im Westen, also in der westlichen Welt, die alles gestimmt bei 440 Hertz. Die nächste Note wäre dann B, C, D, F, G und dann wiederholt sich das Ganze wieder von vorne. Die Grundlage dieser unserer Musik, also die weißen Tasten am Klavier, sind die Töne C, D, E, F, G, A, B, C. Also dieselben Töne, nur beginnen bei C. Die Töne der C-Dur-Tonleiter. Aber jetzt einfach, um ein bisschen was zu verstehen über Noten, rede ich mal kurz über, beginnen bei A, damit wir hier ganz einfach uns nicht komplizieren müssen. Also bei A beginnt das Ganze. Unsere nächste Note ist ein B. Und wenn ich die leere A-Saite spiele, dann wäre das B oder im Deutschen das H hier im zweiten Bund auf der A-Saite. Und dazwischen habe ich ja noch eine Note, also zwischen A und B haben wir hier noch einen halben Ton. Ja, im Englischen würde das heißen B flat. Das ist also flat ist wie wenn aus einem Reifen die Luft rausgelassen wird. Ne? B flat. Oder wenn wir von A hochgehen, ja, wäre das A. Also flat und sharp heißen die Begriffe im Englischen. Sharp, also der Ton wird scharf, schärfer, wird höher. A sharp oder B flat auf Englisch. Auf Deutsch wäre das ein A. Ihr wisst, unser zweiter Ton wäre H. Und hier diese Note wird als B bezeichnet. Wenn man jetzt A mit dem Kreuz nimmt, also das Kreuz erhöht in der Musik den Notenwert um einen halben Ton und das kleine B senkt den Notenwert um einen halben Ton. Auf der Gitarre sind die Halbtöne immer ein Bund Abstand. Also wir greifen hier und gehen ein Bund hoch. Das ist ein halber Ton. Das ist ganz, ganz einfach. Also die Gitarre besteht, wenn wir so linear rauf und runter spielen, aus lauter halben Tönen. Und ein Ganzton sind natürlich zwei halbe Töne. Ganz, ganz einfache Geschichte. Am Klavier haben wir die weißen Tasten und die schwarzen. Also wenn du alle Halbtöne spielen möchtest, müsstest du alle weißen wie auch die schwarzen Tasten dazwischen drücken. Das wären dann 12 am Stück, bis du da durch bist. Ne? 12 und dann wiederholt sich das Ganze eine Oktave höher. Die Oktave ist derselbe Ton, schwingt jedoch in der Frequenz. Hier auf der Gitarre ist das der 12. Bund, also die leere A-Saite. 12. Bund hier oben. Das wären dann die doppelte Frequenz, in der die Note schwingt. Ja, hier wäre es nochmal eine Oktave höher und hier nochmal eine höher. Und jedes Mal, also alle 8 Töne, verdoppelt sich die Schwingfrequenz der Note bzw. der Saite und dadurch hast du eine höhere. Also die Tonhöhe ist höher. 4 Oktaven haben wir auf jeden Fall auf der Gitarre. Das genügt normalerweise für jemand, der singen möchte. Also die tiefste Note ist ein E. Und auf der Fender hier mit 22 Bünden wäre es ein D. Aber das kann man dann theoretisch auf ein weiteres E hochziehen. Das wären dann satte 5 Oktaven, die wir dahin bekommen, dann auf der elektrischen Gitarre. Bei einer 24-Bund-Gitarre ist das ganz einfach. Da gehst du dann 2 Bünde weit und spielst das hohe E. Das wären dann 5 Oktaven. Aber das ist so in etwa das Maximum. Es gibt auch Gitarren mit 36 Bünden. Das wären dann 6 Oktaven. Ja. Also gut. Wir haben also die Note A, leere A-Saite. Dann hier ein B im Deutschen und dann als nächste Note das H. Zwischen H und C
ist ein Halbton. Ja, da gibt es also keinen Zwischenraum. Die nächste Note nach C wäre dann D. Dafür müssen wir wieder zwei Bünde weitergehen, also ein Ganzton. Dazwischen hätten wir von C aufwärts, also C mit einem Kreuz oder C sharp, oder das Kreuz wird als IS bezeichnet. Cis. Aha. Haben wir einen Halbton. Gleichzeitig heißt dieser Halbton auch Des. Also D, ein Halbton tiefer, also ein D mit dem kleinen B als Vorzeichen, ist ein Des. Also C mit dem Halbton höher. C mit dem Kreuz heißt Cis oder C-Sharp. Und D-Flat, also Luft rausgelassen, ein Halbton tiefer, heißt Des. Dann gehen wir hoch, haben im nächsten Bund einen Halbton zwischen der Note D und E. Hier ist dann im siebten Bund auf der A-Seite die Note E. Dazwischen hätten wir dann, wenn wir das D erhöhen, das Dis. Oder das, wenn wir das E senken, das S. Wir sagen nicht E, E, S, sondern einfach S. Das wäre hier. Dann sind wir im siebten Bund auf der A-Seite auf der Note E. Und zur nächsten Note haben wir nur einen Halbton Abstand. Das ist das F. Okay. Dann vom F weiter zum G gehen wir hier vom achten über den neunten Bund. Das ist das Fis. Also F sharp oder Fis oder G flat. Luft raus. Oder G, S. Ja, Gess. Hier. Im zehnten Bund haben wir das G. Und dann ein Bund weiter erhöhen wir das G wieder auf Gis. G sharp. Und von A senken wir, also hier im zwölften Bund, haben wir wieder das A eine Oktave höher. Wenn wir es absenken, Eis. Eis. Baff, ein Halbton tiefer. Okay. So, jetzt haben wir eine komplette Oktave durchgespielt. A. Ich gehe jetzt auf die Töne der C-Dur-Tonleiter ein. A. H. C. D. E. F. G. Okay. So, das ist jetzt so ein Grundwissen in Bezug auf die Töne und die Noten. Wir wissen, in der natürlichen Durtonleiter und in der Musik hier bei uns im Okzident haben wir zwei natürliche Halbtonpositionen. Sonst hätten wir diesen Klang. Das wäre eine Tonleiter, die nur aus ganzen Tönen besteht. Die klingt unharmonisch. Wenn ich die natürlichen Halbtöne zwischen E und F und H und C spiele, ja, nochmal in der Nahaufnahme, oder ich beginne mal hier auf dem C. C, D, E, Halbton, F. G, A, H, Halbton, C. Dann haben wir diesen Klang. So, und jetzt gleich die Hausaufgabe für euch alle, wenn ihr das übt. Ihr übt bitte die C-Dur-Tonleiter auf der Gitarre auf einer Seite. Die Note C findet ihr im dritten Bund auf der A-Seite. Und von hier ausgehend könnt ihr das mit einem Finger spielen. Ganzton, also zwei Bünde weiter. Von C beginnend haben wir hier im fünften Bund D. Im siebten Bund das E. Jetzt kommt F und zwischen E und F haben wir nur einen Halbton.
F. Dann haben wir einen Ganzton auf G. Nochmal einen Ganzton auf A. Nochmal einen Ganzton auf H. Und dann der halbe Ton auf C. Und das könnt ihr ganz, ganz einfach spielen. Wenn ihr das spielt, könnt ihr auch mal den Ringfinger nehmen. Dann solltet ihr die Töne auch laut aufsagen. Ja? C, D, E, F, G, H, H, C, C, Halbton H, H, G, F, Halbton E, D, C. So, dann gewöhnt sich euer Gehör nicht nur an den Klang der C-Dur-Tonleiter, sondern auch an die Intervalle, ja, die ihr da spielt. Und ihr könnt die Noten auch singen oder summen. Wenn ihr euch diese Form einprägt, der Dur-Tonleiter, und mit Form meine ich zwei Ganztöne, ein Halbton, drei Ganztöne, ein Halbton, dann könnt ihr immer und überall ganz einfach auf unserem schönen Instrument eine Dur-Tonleiter spielen. Wenn ich auf dem ersten Bund hier starte, habe ich die Note F und dann die Dur-Tonleiter spiele, dann habe ich F-Dur. Und das klingt dann so. Also F, Ganzton, Ganzton, Halbton und dann nochmal drei Ganztöne und hier oben ein Halbton. Hier geht's, ne? Ja, da ist der Halbton. Ja? Da, 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 da. Also, das ist die Art und Weise, wie ihr die Töne findet in der Dur-Tonleiter. Ganz wichtiges Wissen. Ja, John, Wechselschlag, klar, Geduld, kommt auch gleich. Meine Fans animieren mich hier, aber ich habe hier einen ganz klaren Ablauf, den ich einhalten möchte, damit ihr auch wisst, um was es geht beim Gitarrenspielen. Es geht nicht nur um den Wechselschlag, es geht wirklich auch um das Wissen, das dahinter steckt. Das ist ganz entscheidend. Als nächstes möchte ich euch jetzt das Lesen der Akkorden zeigen. Und da gehen wir hier drauf. Wie ihr sehen könnt, blende ich euch jetzt ein Bild ein. Und hier seht ihr einmal eine Zeile hier und Spalten. Ich scroll mal nach unten, damit ihr seht, wie die Akkorde dann weitergehen. So. Jetzt zur Erklärung. Im ersten Video habe ich euch gezeigt, wie man die Akkorde E-Dur, ich ziehe das mal ganz hoch, damit ihr das sehen könnt, das war dieser Akkord hier, wie ihr E-Dur greift. Hier die Finger 1, 2 und 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. So sieht er nochmal aus. Ja, ihr könnt euch also den Daumen, wichtig bei der linken Hand ist, dass das Ganze ganz entspannt bleibt. Ja, es ist also ganz nochmal extrem wichtig, dass alles so natürlich wie möglich hier stattfindet. Auch wichtig, der Hals sollte nicht in der horizontalen oder unterhalb der horizontalen sein. Ganz wichtig, sondern schräg nach oben in der, so ein bisschen über der horizontalen drüber, damit hier eure Hand in einem 90-Grad-Winkel ganz bequem hier greift. Ihr müsst den E-Dur-Akkord nicht mit dem Daumen in der Mitte greifen, ihr könnt ihn ganz entspannt hier so greifen. Wenn ich jetzt in die Nahaufnahme nochmal gehe,
dann könnt ihr das genau sehen. So, ich hole mal die Kamera hier ein bisschen rüber. So. E-Dur. Derselbe Akkord, wenn ich den jetzt, wenn ich E-Dur spiele, spiele ich alle Saiten. Der gleiche Akkord, alle Finger eine Saite tiefer, ist A-Moll, den spiele ich von der fünften, von der A-Saite. Und dann sollt ihr den Wechsel üben. Mit Wechsel üben bedeutet, wenn ihr jetzt die beiden Griffe wechselt, auf keinen Fall so weit weggehen, sondern immer nah bleiben, leicht lüpfen, hinlegen, gucken, klingt jede Saite und von der fünften Saite durchziehen. So, wenn wir jetzt wieder in das Schaubild hineingehen, dann seht ihr hier bei E, alle Saiten dürft ihr beim E-Akkord spielen, weil wir beginnen oben bei der dicken E-Saite. Ja. Dann hier Finger 2, 3, 2, 3, 1 und die unteren beiden, also die hier, das, ich habe es mit B notiert, die H-Saite, B und E sind frei. Also beim E-Dur-Akkord dürft ihr alle Saiten spielen und so sieht das dann hier auf dem Schaubild aus. Wenn wir jetzt runter scrollen, dann haben wir hier in der zweiten Spalte hier den A-Moll-Akkord. Derselbe Griff, 1, 2, 3, aber oben die dicke E-Saite hier oben, die ist ausgeixt. Seht ihr? Ausgeixt. Die wird nicht gespielt. Den A-Moll-Akkord spielen wir von der fünften Saite, von hier. Okay? Direkt hier links seht ihr den A-Dur-Akkord. A-Dur. Der sieht so aus. 1, 2, 3 Finger nebeneinander. Auch von der fünften Saite gespielt. Von hier. Das ist die fünfte. A, die leere A-Saite. Hier oben seht ihr den leeren Kreis. Das ist die leere A-Saite. Die dünne leere E-Saite. Und im zweiten Bund hier habt ihr 1, 2 und 3, die Finger 1, 2 und 3. So sieht der Akkord in der Nahaufnahme aus. Manche haben das Problem, dass ihre Finger dick sind und sie den Akkord so schwer greifen können. Dann gibt es diese Möglichkeit, den Mittelfinger hoch, den Zeigefinger dazwischen. So könnt ihr den A-Dur-Akkord auch greifen. Eine andere Variante wäre mit dem Zeigefinger flach. Dann könnt ihr aber die dünne E-Saite nicht spielen. Das wird oft verwendet im Rock. Aber da kommen wir erst später drauf zu sprechen. So diese Spielweise. Also das ist A-Dur. Ja. Und ich stelle euch dieses PDF zur Verfügung mit den ganzen Grundakkorden. Ja. Und zwar, welche sind das? Spalte 1, die Dur-Akkorde. Spalte 2, die Moll-Akkorde in der Grundposition. Also wir gehen bei all diesen Akkorden nicht aus der Grundposition groß heraus, vielleicht hier bei diesen beim G-Moll, da müssen wir in den dritten Bund. Und wenn ihr so etwas hier seht, dann haben wir einen Barré-Akkord. Ja, so sieht er aus. Und über Barré-Akkorde schwätzen wir in der zweiten Stunde noch nicht. Sondern was ist wichtig jetzt für dich? Erstmal das Wissen, wie man diese Akkorde greift. Jetzt machen wir noch mal hier mal D-Dur. Der ist auch sehr wichtig für heute, dass du den lernst, zusätzlich zu dem A-Dur von vorhin. Da gehe ich jetzt in die Nahaufnahme nochmal rein.
Und komm, ich pack mal das Bild ja auch noch dazu, Sekunde, dass ihr das sehen könnt. Das ist nämlich wichtig. So, hier unten rein. Und dann machen wir es ein bisschen kleiner. So. Also, jetzt reden wir hier über D-Dur. Hier über diesen Akkord. Den hier. Und hier haben wir die dicke E-Seite und die dicke A-Seite ausgeXt. Also die hier. Und die spielen wir nicht. Wir spielen von der vierten Seite, haben im zweiten Bund hier Finger 1, Finger 1 hier, Finger 2 hier unten auf der dünnen E-Seite und Finger 3 dazwischen. Okay. Super. So, mal kurz nochmal das ein bisschen größer machen hier. Aha. So. So. Wir das gut sehen. Also hier Finger 1, 2, 3. So sieht dieser Griff aus und wir spielen ihn von der vierten Seite nach unten. Von der vierten Seite nach unten. Das ist D-Dur, okay? Zieh das nochmal hoch, damit es ganz oben hier ist. Von der vierten Seite. Hier nochmal gucken. Die dicke E-Seite. Die dicke A-Seite nicht spielen. Von der vierten, das ist D-Dur. Okay, ganz wichtiger Griff. Und dann machen wir heute noch zwei Akkorde. Direkt oben drüber das C-Dur. Also den C-Dur-Akkord, weil wir ja auch über die C-Dur-Tonleiter gesprochen haben. Ja, ist ganz, ganz wichtiger Griff. Und das ist euer erster Griff, der über drei Bünde geht. Das ist nicht so einfach. Der C-Dur-Akkord beginnt auf der dicken A-Seite hier mit dem dritten Finger. Ich hoffe, das kann man hier sehen, dass es der dritte Finger ist. Steht hier 3 auf dem Punkt auf der A-Seite. Im zweiten Bund auf der D-Seite hier liegt dann dein zweiter Finger. Die G-Seite, der dritte hier, ist frei. Und dein Zeigefinger liegt im ersten Bund auf der H-Seite und greift hier die Note C. Unten haben wir die dünne E-Seite noch frei. Also die dicke E-Seite hier oben ist ausgeXt. Und wir spielen den C-Dur-Akkord von der fünften Seite. So sieht er aus. Und hier, der ist ein bisschen schwierig, weil das ist hier Millimeterarbeit. Die G-Seite, wenn man den Finger, muss man so kippen, dass er wie ein Hämmerchen auf der Seite liegt. Wenn du ihn zu flach hältst, dann berührst du die Saiten. Das gleiche gilt hier für deinen Zeigefinger. Wenn du ihn zu flach hältst, dann berührst du die dünne E-Seite. Also der Griff sollte so klingen. Und ihr seht schon, meine Finger kippen so ein wenig nach links. Also die sind nicht so ganz gerade. So, ich gehe mal auf Szene 2. Also die sind so, guck mal, also wenn meine Hand jetzt für den C-Dur-Akkord kommt, dann sieht das so aus. Seht ihr? Nicht so, so gerade, sondern leicht gekippt. Ihr dürft auch gerne den Daumen hier oben ganz entspannt liegen lassen und dann die Finger leicht gekippt. Also so wie wenn ihr irgendwie auf dem Tisch was schneiden würdet, ohne euch in die Finger zu... Also die Finger sind so. Das ist C. Seht ihr, wenn ich so mache und dann einfach dann den Akkord greife, dann funktioniert der. Also der C-Dur-Akkord, der ist nicht so einfach auf der Gitarre, weil er über drei Bünde geht. Also lasst euch hier bitte Zeit. Und dann machen wir noch einen. Huh. Hier in unserer Tabelle. Und zwar G-Dur. Guckt mal hier. Da ist er. Da ist er. G-Dur. G-Dur.
dürft ihr alle Saiten spielen und eure Finger befinden sich im Bund 3 und Bund 2. Ich gehe jetzt in die Szene 3, dann könnt ihr das hier genau sehen. Also mein zweiter Finger ist hier oben auf der E-Seite im dritten Bund, mein Zeigefinger im zweiten Bund auf der A-Seite, mein Ringfinger, mein dritter Finger im dritten Bund auf der H-Seite greife ich die Note D und mein kleiner Finger hier unten, der quetscht sich noch dazwischen auf der dünnen E-Seite im dritten Bund. Dieser Akkord ist einer der meistgespielten Griffe auf der Gitarre und einer der Basisakkorde von tausenden Liedern. So sollte er klingen. Gleich, also hier nochmal, dass ihr das sehen könnt, hier in der Mitte sind die zwei Leerseiten, ihr dürft also den kompletten Akkord über alle Seiten spielen. Das war es auch schon mit Akkorden für heute. Also zusätzlich ist hinzugekommen der Akkord C-Dur hier oben links, D-Dur, runterscrollen, G-Dur. Und aus der ersten Stunde hatten wir die Akkorde E hier und aus der zweiten Spalte, zweites Blatt, A-Moll, beide identisch. Für was brauchen wir jetzt diese Akkorde? Weil ich euch Picking-Muster Nummer 1 zeigen möchte. Und Picking-Muster Nummer 1, ich blende jetzt das wieder aus. Picking-Muster Nummer 1. Im Grunde genommen haben wir zwei ganz wichtige Picking-Muster mit 8 Tönen pro Seite. Picking-Muster Nummer 1 ist ein Muster, das kannst du zum Beispiel bei Knockin' on Heaven's Door verwenden. Und das Picking-Muster Nummer 2, das ich euch in der nächsten, also an Tag 3 zeigen werde, ist das Picking-Muster, das Eric Clapton verwendet für Wonderful Tonight. Picking-Muster Nummer 1 geht folgendermaßen. Für was braucht ihr das? Picking-Muster Nummer 1 ist das Picking-Muster, eines der wichtigsten Picking-Muster in der Begleitung von Balladen. Und es geht so. Es ist ganz einfach. Die Saiten zählen wir mit 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das Picking-Muster lautet 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Okay, also ohne Plektrum, Daumen, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, dann wiederholt sich das. Plektrum nochmal. Ganz entspannt hier. Also, wir picken beim, ich greife jetzt mit Absicht den G-Dur-Akkord und wir spielen oben die Note G, also die dicke E-Seite, nach unten. Dann 1 hoch, 2 hoch, 3 wieder nach unten, damit wir wieder in diese natürliche Bewegung hineinkommen. Denn wenn wir die dritte Saite nach oben spielen würden, dann wäre der Weg nach unten zu groß. Also wir picken 6 runter, 1, 2 hoch, 3 runter, dann wiederholen wir das. 1, 2 hoch, 3 runter und dann die 1 hoch, damit wir wieder von oben anfangen können. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1. Okay. Meine Hand liegt hier auf der Brücke ganz entspannt. Ganz entspannt, das könnt ihr genau beobachten. Hier ist keine Bewegung im Unterarm, sondern aus dem Handgelenk. Okay, also 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Picking-Muster Nummer 1, das müsst ihr jetzt üben, weil in der nächsten Stunde, in einer Woche, werden wir Picking-Muster Nummer 2 lernen. Diese zwei Muster genügen, um mit eben 8 Tönen pro Saite im Viervierteltakt Gitarrenballaden begleiten zu können. Okay, ganz wichtig, dieses Muster. Alle anderen Muster, die es sonst noch gibt auf der Gitarre, sind Mischungen aus diesen beiden Picking-Mustern. Wenn es um 8 Töne geht, wir haben also 8 Töne. 1, 2, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt der nächste Akkord. Das Lied hierzu wäre dann zum Beispiel Knockin' on Heaven's Door. Das könnten wir auch gerne in einem der nächsten Live-Videos dann mal durchnehmen. Wenn ihr dann als zweiten Akkord D-Dur übt mit Picking-Muster Nummer 1, dann beginnt ihr hier bei D auf der D-Seite. Das Einzige, was sich bei dem Picking-Muster jetzt ändert, ist bei dem Akkord D, D-Dur, hier, D-Dur, der Grundton. Wir beginnen nicht auf der dicken E-Seite, sondern wir beginnen auf der vierten, auf der D-Seite. Dann klingt dein Picking-Muster Nummer 1 so. Also 4, vierte Seite, D, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Wenn du das ein paar Tage übst, dann hast du das automatisiert. Bei G von oben, beim D-Dur-Akkord von der vierten Seite. Dein nächster Akkord wäre zum Beispiel A-Moll, den kennst du ja schon. Bei A-Moll startest du, hier ist er, das ist A-Moll, startest du hier von der fünften Seite, von der Note A, leere A-Seite hier. Und dein Picking-Muster klingt dann so. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bitte sei sehr achtsam beim Lernen des Picking-Musters. Bitte, bitte, bitte. Und picke runter, hoch, hoch, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Okay? Dein vierter Akkord, mit dem du das üben kannst, wäre dann C-Dur. C-Dur, beginnend von der A-Seite, auf der Note C hier, dann klingt dein Picking-Muster so. Okay. Die Akkorde zusammen mit dem Picking-Muster und schon haben wir eine Begleitung, die wunderschön klingt. Jeder kennt das Lied. Mama, take this badge from me. Cause I can't use it anymore. So, ihr Lieben, das war Picking-Muster Nummer 1. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Picking-Muster. Ihr könnt jetzt natürlich dann es auf allen Akkorden anwenden. Was ihr beachten müsst, ist der richtige Basston. Ja, dass ihr die richtige
Note im Bass für den jeweiligen Akkord spielt. Mit Picking-Muster Nummer 1 könnt ihr sehr viele Balladen begleiten. In der nächsten Stunde zeige ich euch das zweitwichtigste Picking-Muster, das Eric Clapton verwendet. Kleiner Vorgeschmack. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup. Brushes long blown hair. Mit diesen beiden Picking-Mustern, also jetzt erstmal eine Woche Picking-Muster Nummer 1 üben und das zweite dann von Eric Clapton, könnt ihr alle Balladen wunderbar begleiten auf der Gitarre. Sehr beeindruckend für eure Freunde und für jeden, der euch zuhört. Das ist essentielles Wissen, ganz, ganz wichtig. Und bitte achtet auf die Abfolge: runter, hoch, hoch, runter, hoch, hoch. Runter, hoch. Ganz, ganz wichtig, dass ihr diese 8 Töne richtig pickt. So, wir sind jetzt schon über eine Stunde online. In der zweiten Stunde. Ich habe euch gezeigt, wie man Akkorde greift. Ich bin ein wenig in die Musiktheorie hineingegangen, habe euch ein bisschen was über die C-Dur-Tonleiter erzählt, ein bisschen über die Noten auf der Gitarre und wie leicht es ist, die C-Dur-Tonleiter auf der Gitarre zu spielen. Guckt euch gerne das Video öfters an. Viel mehr möchte ich in der zweiten Stunde euch nicht aufbürden. Ihr macht weiter eure Wechselübungen aus der ersten Stunde. Bitte, 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 ganz, ganz wichtig. Gewöhnt eure Finger. Und für John, ganz wichtig, er hat die Frage gestellt, bitte mehr zum Wechselschlag. Werde ich jetzt noch am Ende drauf eingehen. Wechselschlagübungen sind sehr, sehr wichtig. Und die könnt ihr folgendermaßen trainieren für die rechte Hand. Wenn ihr meine Aufwärmübungen euch mal angeguckt habt auf meinem YouTube-Kanal, dann wisst ihr, da gibt es zum Beispiel die Übung Die Spinne. Und hierzu spiele ich im 5. Bund die Bünde 5, 6, 7, 8 mit Wechselschlag. Das ist schon für einen Anfänger relativ schwer. Deswegen sollte er die Übung erstmal nur auf den vielleicht ersten beiden Seiten spielen. Und warum heißt das Ding Die Spinne? The Spider, viele mögen diese Übung nicht, aber ich kann euch sagen, sie ist wirklich, wirklich sehr gut in Bezug auf die Balance zwischen den beiden Händen. Und sie heißt Die Spinne, weil, wenn ich jetzt auf die nächste Seite gehe, dann lasse ich die Finger hier liegen. Und das ist für einen Anfänger ziemlich schwer. Und bitte bedenkt immer, wenn ihr so etwas ausführt, was ganz wichtig ist, ist, dass ihr nur den minimalsten Druck ausübt, der nötig ist, damit ein Ton hier aus der Gitarre rauskommt. Also nicht hier drücken, bis dein Finger weiß wird. Wir brauchen keine bayerischen Weißwürste hier. Sondern einfach nur den Druck, dasselbe beim nächsten Finger. Der nächste, und immer nah am Bund greifen, also direkt hinterm Bund. Und hier. Und dann für euch mit der rechten Hand Wechselschlag bedeutet runter, hoch, runter, hoch. Und wenn ihr jetzt mehr Wechselschlag trainieren wollt, dann jede Note doppelt. Wenn ich dann hier oben angelangt bin, dann spiele ich das rückwärts. Falls es euch jetzt nicht aufgefallen ist, ich habe leicht mit der Handkante hier die Saiten berührt und dadurch diesen Ton erzeugt.
Das Abdämpfen der Saite findet immer hier statt, direkt vor dem einzelnen Saitenreiter, nicht hier vorne. Hier vorne kommt kein Ton raus. So wie ich nach hinten gehe, entsteht der Ton. Der Klang, der ist sehr, sehr wichtig. Das ist der abgedämpfte Klang. Das ist der offene Klang. Zu weit nach vorne klingt das nicht. Das müsst ihr selbst herausfinden. Und dann picke ich das jetzt rückwärts, wenn es dir auf den dicken Seiten zu schwer fällt, bleib auf den beiden dünnen Seiten, auf der E und auf der H-Seite. Okay? Und dann spiele ich es hier oben rückwärts, jede Note zweimal oder einzeln. Ich mache es jetzt mal zweimal für die, die Wechselschlag trainieren wollen. Und das ist schon relativ schwer, aber wenn du hier mit maximaler Lockerheit rangehst und auch kreativ bist, dann wirst du feststellen, das ist eine exzellente Übung. 5, 6, 7, 8 oder doppelt. Dreifach. 1, 2, 3. Das ist schon schwer genug. Oder 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, also ihr habt es kapiert. So, das sind die ersten Wechselschlagübungen, die ihr machen sollt. Ich glaube, für die zweite Stunde war das mehr wie ausreichend. Für alle, die jetzt neu dabei sind, guckt euch bitte das Video Nummer 1 nochmal an. Da sind sehr gute Tipps drin. Hier in dem zweiten Video haben wir auch einen guten Schritt wieder nach vorne getan. Wir haben einige Akkorde mehr gelernt. Wir haben gelernt, wie man die Akkorde liest. Ich stelle euch das PDF dann zur Verfügung zum Download und später dann hier im Video. Und wir haben ein bisschen noch über Wechselschlag gesprochen. Viel, viel mehr kommt in den nächsten Stunden und in den nächsten Tagen dieses Kurses. Ich habe vor, mit euch diese 30 Tage durchzumachen. Und das sollte euch befähigen, richtig ordentlich gut Gitarre zu spielen. Ja? Also freut euch drauf. Ich freue mich sehr, diesen Kurs mit euch zu machen. Von meiner Seite her würde ich heute nicht mehr machen. Weitere Details in der nächsten Stunde. Spätestens nächste Woche sehen wir uns in dem Kurs wieder. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Schickt mir Feedback, schreibt mir, aber seid geduldig mit den Antworten, denn ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten, die ich alle lese. Und ich werde euch versuchen, auf alle Nachrichten zu antworten. Wenn ihr mir Nachrichten per E-Mail schickt, kann es mal ein paar Tage dauern, bis ich euch antworte. Und oft antworte ich dann dort über eine Audiobotschaft, weil ich das Tippen zeitlich nicht mehr hinbekomme bei 15, 20 Mails am Tag. Trotzdem, vielen Dank für alle, die mir geschrieben haben. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Geduld, auch mit meinen kleinen technischen Problemen der letzten Tage. Ganz großen Dank auch an alle Unterstützer, die mich auf Patreon bis dato unterstützen. Wer ein bisschen einen kleinen Beitrag leisten kann, ist sehr, sehr herzlich willkommen. Dafür auch nochmal ganz, ganz lieben Dank meinerseits. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Geht es gelassen, in Ruhe, entspannt an. Versucht ein klein bisschen besser zu werden. Und freut euch, denn in der nächsten Stunde geht es weiter zur Sache. Wir gehen an Pickingmuster Nummer 2, ein paar weitere Geschichten über die Gitarre, ein paar weitere Grundlagen und ein paar sehr, sehr gute Übungen. Das Pensum wird euch nicht überfordern, dafür garantiere ich mit meiner Erfahrung. Ich bedanke mich bei euch, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.